Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Eigentümerverband und Mieterschutzverein kritisieren Mietpreisbremse. Kein einziges der verfolgten Ziele wird erreicht. Regierung Bouffier muss sich für Abschaffung einsetzen. Antragsteller ist die Fraktion der Freien Demokraten. Und zu Wort gemeldet hat sich Herr Kollege Lenders. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Eigentümerverbände Haus und Grund und andere haben in der letzten Woche die Mietpreisbremse kritisiert. Das war jetzt nicht so sehr überraschend, aber in dieses Konzert schließen sich die Mieterschutzvereine nun auch an und kritisieren ebenfalls die Mietpreisbremse. Ich darf vorwegschicken, die Mietpreisbremse ist keine FDP gewesen. Und sie ist auch tatsächlich nicht von der SPD gemacht worden. Meine Damen und Herren, aber die Mietpreisbremse, sie wirkt nicht nur nicht, sondern mittlerweile sehen wir auch Land auf, Land ab, dass es zu Streitigkeiten kommt zwischen Mietern und Vermietern, Rechtsstreitigkeiten. Das hat es alles so in dieser Form vor der Einführung der Mietpreisbremse nicht gegeben. Aber, meine Damen und Herren, das ist nicht Kern meiner Rede, sondern vielmehr das, worauf auch der Herr Boddenberg diese Woche ja schon abgezielt hat. Herr Boddenberg, Sie haben gesagt, bei dem günstigen Wohnraum, es liegt nicht am Geld. Ich finde gut, dass diese Erkenntnis nun auch Platz greift bei der CDU. Das haben wir ja für vielen Haushaltsberatungen und Anträgen, was Sie alles an monetären Mitteln zur Verfügung stellen, haben wir das sehr oft diskutiert, habe ich es oft gesagt. Nein, meine Damen und Herren, es liegt nicht am Geld. Herr Boddenberg hat dann gesagt, es liegt an den fehlenden Grundstücken. Er hat dann ein bisschen die SPD-Bürgermeister beschimpft, die ja keine Baugebiete ausweisen. Doch, doch, das haben Sie schon gemacht. Aber, meine Damen und Herren, die Mietpreisbremse ist einer der Teile, die, vor allen Dingen auch die CDU zu verantworten hat, die am Ende es privaten Investoren schwer macht, in den Wohnungsbau zu investieren. Da gehört dazu, Herr Kollege Boddenberg, eben nicht nur die fehlenden Grundstücke, da gehört dazu auch die Fehlbelegungsabgabe, die Sie wieder mit eingeführt haben. Herr Boddenberg, da gehört dazu zweimal Steuererhöhungen, was die Grunderwerbsteuer anbelangt, die Sie vor allen Dingen, Herr Boddenberg, vorangetrieben haben. Da gehört dazu, dass aus von Ihnen geführte Landesregierung eine ÖPNV-Abgabe favorisiert und einführen will, meine Damen und Herren. Das sind Beweggründe, warum nicht mehr gebaut wird, meine Damen und Herren. Nein, Herr Boddenberg, am Geld liegt es nicht. An der Stelle haben Sie ja durchaus recht. Aber gerade was die Lösungen anbelangt, da sind Sie eher ein Teil des Problems, weil Sie die fehlenden Rahmenbedingungen oder die Rahmenbedingungen so gesetzt haben, dass es privaten Investoren schwer gemacht wird, wirklich günstigen Wohnraum zu erstellen. Ja, meine Damen und Herren, und auch bei den Fördergeldern hilft es nun mal auch alles nichts. Fördergelder, die am Ende ja nur sozial geförderten Wohnraum erstellen, aber gerade für die mittleren Einkommen eben überhaupt keine Lösung bieten. Die Mietpreisbremse speziell, Herr Boddenberg, wenn Sie dann gleich auch wieder zuhören, ist vor allen Dingen eine Idee der CDU gewesen. Das war typische Merkel-Politik. Als die Mietpreisbremse in aller Munde war, hat Merkel gesagt, dann räumen wir das Thema einfach ab und führen die Mietpreisbremse ein. Übrigens eine Mietpreisbremse, die bis dato schon gegolten hat, die Mietkappungsgrenze für bestehende Mietverhältnisse. Die wurde dann unter unserer Beteiligung in Berlin von 20% auf 15% abgesenkt, meine Damen und Herren. Das war ja dann noch eine Antwort, die könnte man ja vielleicht dann noch vertreten. Aber ich bin dann gelinde gesagt als Ihr Koalitionspartner damals schon vom Stuhl gefallen, als der Ministerpräsident Volker Bouffier bei der Sendung Maybrit Illner verkündet hat, dass die CDU sich nicht nur für die Bestandsmieten jetzt für eine Mietpreisbremse einsetzen wird, sondern auch bei Neuvermietungen. Und das, meine Damen und Herren, war weiß Gott nicht abgesprochen mit dem Koalitionspartner. Genau das haben Sie ja dann auch umgesetzt mit den GRÜNEN ab 2015. Gilt es nun auch.
Da kann man sich dann auch nur noch die Augen reiben, dass es jetzt auch für die Neuvermietung gilt, und mit all den Problemen, die damit einhergehen. Fehlende Transparenz, wie wollen Sie das überhaupt prüfen? Das endet dann eher am Ende in diesen Rechtsstreiten, die ich eben dann schon einmal erwähnt habe. Aber das Schlimmere noch ist, dass private Investoren davon abgehalten werden, wirklich in Wohnungsbau zu investieren, weil Politik falsche Rahmenbedingungen setzt. Und das Problem, Kollege, Sie müssen dann langsam zum Ende kommen. Das Problem, was dann so oft geschildert wird, kann man dann nur sagen, hier ist Politik Teil des Problems und vor allen Dingen die CDU. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit dem 1. Juni 2015 ist die sogenannte Mietpreisbremse in Deutschland in Kraft, seit November 2015 auch per Verordnung in Hessen. Bei ihrer Einführung wurde die Mietpreisbremse angepriesen wie ein Wundermittel. So sagte Minister Maas, in Zukunft wird nicht mehr die Zwangslage von Wohnungssuchenden ausgenutzt. Übrigens heute noch nachzulesen auf der besonderen Homepage des Bundesjustizministeriums. Auch in Hessen wurde mit der Festlegung der betroffenen Städte am 17. November 2015 große Erwartungen geweckt. Wir haben auch Kritik an der Mietpreisbremsenregelung. Die geht aber exakt sozusagen in die gegenteilige Richtung wie die der FDP. Das will ich jetzt auch darstellen. Weil bereits vor der Einführung wurden von einigen Kommunen, den Mieterverbänden und im Übrigen auch vielen Experten aus der Wohnungspolitik die unzulänglichen gesetzlichen Regelungen kritisiert. Das stellt sich ja gerade heraus. Schon damals war vielen klar, das von der Großen Koalition im Bund beschlossene Gesetz über die Mietpreisbremse ist nicht mehr als ein zahnloser Tiger. Denn im Gesetz gibt es keine Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen, sodass der positive Ansatz völlig ins Leere laufen muss. Viele fragten sich auch schon damals, wie soll eine Mietpreisbremse wirken, wenn im Gesetz eben keinerlei Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen geregelt sind. Auch die fehlenden Mietspiegel in einigen Städten sind ein weiteres Problem. Im November vergangenen Jahres gab es in 75% der betroffenen Städte im Übrigen keinen qualifizierten Mietspiegel. Das ist ja sozusagen die Grundlage dafür, dass man feststellen muss, wann ist denn jetzt eine Miete-Obergrenze überschritten. Es geht auch völlig an der Realität vorbei, im Übrigen zu erwarten, dass Menschen, die nach langer Suche endlich eine passende Wohnung gefunden haben, zuallererst den Vermieter nach der Höhe der Miete des Vormittags fragen. Das Gesetz enthält zudem zahlreiche Ausnahmetatbestände, bei denen die Mietpreisbremse schlicht gar nicht gilt. Die zusätzliche Möglichkeit, in den Städten ganze Stadtteile aus der Mietpreisbremse herauszunehmen, verwässert diese Regelung endgültig. Bei so vielen Geburtsfehlern ist es kaum verwunderlich, dass die dämpfende Wirkung der Mietpreisbremse gänzlich ausgeblieben ist. Und im Gegensatz zur FDP und zu Haus und Grund und im Übrigen auch im Gegensatz zu den Mieterschutzverbänden, die ja die Kritik sozusagen von uns teilen und in unsere Richtung, kommen wir jedoch zu dem Ergebnis, dass ein wirkungsvolles Gesetz zur Mietpreisregulierung sinnvoll und notwendig ist und auch dringend gebraucht wird. Dazu müssen allerdings schnellstens umfangreiche Gesetzesänderungen vorgenommen werden. Ich will es einmal so ausdrücken. Dem zahnlosen Tiger muss endlich ein Gebiss eingesetzt werden. Wir fordern daher, die bestehenden Lücken und Fehler im Gesetz endlich zu beseitigen. Meine Forderung richtet sich insbesondere an die SPD auf Bundesebene, das auch aufzunehmen
und schnellstens zu regeln. Wir brauchen im Gesetz, ja, als ein Teil, Frau Faeser, mir ist das klar, als ein Teil der Koalition, aber wenn Herr Maas sich weiterhin sozusagen auf der Homepage zitieren lässt, ich könnte das jetzt noch eine ganze Weile weiterführen, aktuell auf der Homepage des Justizministeriums dazu, dann muss er sich und die SPD natürlich auch an diesen Worten messen lassen. Und dann finde ich ja unser gemeinsames Anliegen, nämlich eine Regulierung der Mietpreise, also die Explosion der Mietpreise damit auch ein Stück weit einzuschränken, zumindest dort, wo die Nachfrage am höchsten ist, ist eine ganz wichtige sozialpolitische Forderung, der wir auch mit Nachdruck vorgehen sollten. Und insofern sage ich noch einmal, wir brauchen im Gesetz wirksame Sanktionen gegen die Vermieterinnen und Vermieter bei Verstößen. Die Zahl der Ausnahmetatbestände muss verringert werden. Und zudem müssen die Vermieter verpflichtet werden, bereits im Mietvertrag die vorherige Miete verbindlich anzugeben. Nur mit Schaus, kommen Sie bitte zum Ende. Herr Präsident, mein letzter Satz. Nur mit diesen Änderungen kann eine Mietpreisbremse wirksam sein. Das ist unsere Forderung, die diesen Namen auch verdient. Danke, Herr Schaus. Als nächstes spricht Frau Abg. Feldmayer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will gleich zum Anfang klarmachen, dass wir Grüne es als richtige Entscheidung empfinden, dass in Hessen die Kappungsgrenzverordnung eingeführt worden ist und dass die Mietpreisbremse bei Neuvermietungen eingeführt worden ist in Hessen. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Und, Herr Lenners, ich will dem entgegentreten, was Sie sagen. Sie sagten, die Mietpreisbremse führe dazu, dass weniger oder nicht mehr neu gebaut wird. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Also, wenn man sich diese ganzen Ausnahmeregelungen anschaut, von denen Herr Schaus ja gesprochen hat, dann ist ja die eine Ausnahme, dass die Mietpreisbremse bei Neubauten nicht gilt. Also von daher, Ihr Argument zieht da überhaupt nicht. Und die Mietpreisbremse führt gerade nicht dazu, dass weniger neu gebaut wird. Meine Damen und Herren, wir sind für die Mietpreisbremse, weil es gerade bei den Wohnungen, die neu vermietet werden, es in der Vergangenheit immer exorbitante Mietpreissteigerungen gegeben hat. Teilweise noch gibt. Diese Hinweise müssen wir ernst nehmen. Und besonders in den Städten im Ballungsraum, in den angesagten Wohnvierteln, da ist es so. Da können sich nicht einmal Menschen mit einem, sag mal, mittleren Einkommen es sich leisten, in einem, sag mal, angesagteren Viertel oder, sag mal, in dem nicht am Rande es leisten, eine Wohnung zu mieten. Da haben wir das Problem der Gentrifizierung. Und da sage ich ganz klar, wenn die Mieterinnen und Mieter sich nicht selbst vor horrenden Mieten schützen können, dann muss der Staat das tun. Und wenn die FDP jetzt sagt, die Mietpreisbremse funktioniere nicht, dann tut sie das nur zu einem Zweck, nämlich um gleich darauf ihre Abschaffung zu fordern. Und das nach nur einem Jahr. Ein Jahr lang ist es jetzt her, dass die Mietpreisbremse eingeführt wurde. Und ich glaube nicht, dass wir schon hinreichend Erkenntnisse haben, dass sie nicht funktioniert. Es ist keine repräsentative Studie gewesen, sondern es wurde, ich sag mal, wie diese ganzen Internetportale heißen, wurde geschaut, wie hoch sind die Mieten, und dann wurde dann auch, konnte nicht direkt auch aussortiert werden, welche fallen in die Ausnahmeregelung, welche nicht. Also ich glaube, das muss man sich in aller Ruhe noch einmal anschauen. In Berlin gab es den Hinweis, dass sie wirkt, also da bitte noch mal ein bisschen vorsichtiger. Und für uns und auch die Mieterverbände, die haben Sie angesprochen, Herr Lenders, ist die Schlussfolgerung dann nicht, wenn die Mietpreisbremse nicht wirkt, dass sie abgeschafft wird, sondern unsere Schlussfolgerung und auch der Mieterverbände, die Sie aber vorhin nicht genannt haben, ist es, wenn sie nicht funktioniert, dann muss sie funktionierend gemacht werden, dann muss sie scharf geschaltet werden.
Dann kann ich nur sagen, eine umfassende Evaluation der Mietpreisbremse durch die Bundesregierung und dann eine Nachbesserung. Das ist für uns die richtige Schlussfolgerung, wenn die Mietpreisbremse klemmt. Wir brauchen sie auf alle Fälle, und wir halten daran fest hier in Hessen. Eine Abschaffung, meine Damen und Herren, wäre der falsche Weg. Meine Damen und Herren, die Mietpreisbremse ist wichtig, aber sie ist nur eine von zahlreichen Maßnahmen, die wir hier in Hessen umgesetzt haben, unserer wohnungspolitischen Strategie. Die Mietpreisbremse hilft den Mieterinnen und Mietern, aber wir müssen natürlich auch auf mehr Neubau setzen, mehr Wohnungsbau setzen. Ich glaube, da haben wir wirklich eine groß angelegte, gute Strategie hier in Hessen, auch mit mehr Fördergeldern, Herr Lenders. Ja? Mehr Fördergelder und natürlich auch effektive und flexible Programme, Wohnungsbauprogramme. Und die werden auch gut abgerufen, diese Programme, für die unterschiedlichsten Gruppen, also für die Menschen, die Sozialwohnungen brauchen, oder auch für die Menschen mit mittleren Einkommen oder für Studierende. Also, ich glaube, da haben wir wirklich zielgenaue, passgenaue Programme, die den Menschen helfen. Denn wir brauchen neben der Mietpreisbremse und den anderen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch mehr Neubau. Und auch hier tut die Landesregierung etwas. Meine Damen und Herren, wir haben eine enorm große Summe an Wohnungsbaumitteln bereitgestellt. Und ich glaube auch, Sie haben es vorhin genannt, die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe. Die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe wird dazu führen, dass den Kommunen wieder mehr Geld zugeführt wird. Denn diese Gelder, die sie dort einnehmen, die werden ja direkt wieder in den sozialen Wohnungsbau reingegeben. Also von daher tun wir etwas für die Mieterinnen und Mieter, wir tun etwas für den Wohnungsneubau und wir tun etwas für die Kommunen hier in Hessen, damit wir wieder einen funktionierenden Wohnungsmarkt bekommen. Und, meine Damen und Herren von der FDP, der freie Wohnungsmarkt richtet es eben nicht für alle Menschen, dass alle Menschen sich ausreichend mit bezahlbaren Frau Kollegin, ich dachte, Sie kämen zum Ende. Deswegen habe ich so lange gewartet. Ich erinnere Sie an die Redezeit. Ich komme sofort zum Ende, Herr Präsident. Der freie Wohnungsmarkt richtet es nicht. Und deswegen hat die Landesregierung hier eine gute Strategie. Wir halten an der Mietpreisbremse fest. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Feldmayer. Das Wort hat jetzt Frau Abg. Elke Barth für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In vielen Kommunen in Hessen, gerade im Rhein-Main-Gebiet, explodieren zurzeit die Mieten. Aufgrund des knappen Angebots die Mieten und natürlich auch die Preise für Immobilien. Und das gilt auch für Bestandsmieten. Dabei gibt es viele Berufsgruppen wie Verkäuferinnen, Polizisten und Krankenpfleger, die da kaum noch mithalten können, obwohl sie gerade dort, wo das Wohnen so teuer ist, auch verstärkt mit ihren Dienstleistungen gebraucht werden. Und nicht nur für viele untere Berufsgruppen, nein, inzwischen auch für den Mittelstand wird Wohnen in vielen Kommunen inzwischen unerschwinglich. Es ist ja kein Zufall, dass die Hälfte der 16 hessischen Städte und Kommunen, in denen die Mietpreisbremse gilt, zum Rhein-Main-Gebiet gehören. Viele Immobilienexperten warnen im Übrigen schon jetzt davor, dass der Brexit die Mieten im Rhein-Main-Gebiet noch weiter steigen lassen wird. 86% aller Experten erwarten hier steigende Preise für Kauf und Miete. Meine Damen und Herren, für die SPD ist Wohnen Grundrecht. Und deshalb werden wir auch alle Instrumente, die geeignet sind, schädliche Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt einzudämmen, nutzen. Und dazu gehört auch die Mietpreisbremse. Ja, die Mietpreisbremse, so wie sie derzeit ausgestaltet ist, hat Konstruktionsfehler. Vor allem, das ist eine Forderung der Mieterverbände, sollte es eine Offenlegungspflicht
der Vormiete für den Vermieter geben, die er bei einer Neuvermietung angeben muss. Welcher neue Mieter fragt schon nach, was der Vormieter denn bezahlt hat? Und noch ein Problem, solange es keinen Mietspiegel gibt, wie z.B. in Kassel, ist es schwierig, die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln, also eine Grenze, die man nicht kennt. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die Städte und Gemeinden zu verpflichten, entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen. Es gäbe auch Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit. Warum nicht einmal gemeinsame Mietspiegel für benachbarte Kommunen wie Bad Homburg und Oberursel, beides Mietspiegelkommunen? Oder es gibt die Möglichkeit, Vergleichsmieten über Immobilienportale zu ermitteln. Absurd finden wir zum Teil die Argumentation der Eigentümerverbände wie Haus und Grund, wo ich gerade im letzten Monat bei einer Veranstaltung mit dem Vorsitzenden Herrn Konzelmann in Frankfurt war. Erstes Argument: Die Mietpreisbremse wirke nicht. Okay, hier sind wir ja zum Teil sogar noch einer Meinung. Aber im zweiten Satz die Behauptung, sie sei schädlich, sie verhindere Wohnungsbau. Herr Lenders, Sie haben das eben auch noch einmal gesagt. Wie, meine Damen und Herren, soll denn bitte etwas schädlich sein, was überhaupt nicht wirkt? Und wie das funktionieren soll, müssen Sie mir bitte auch noch erklären, denn für Neubauwohnungen gilt diese Mietpreisbremse gar nicht. Und Herr Lenders, ich weiß nicht, wo Sie wohnen, aber im Rhein-Main-Gebiet wird gebaut wie verrückt. Es wird nur nicht günstig gebaut, sondern teuer. Schauen Sie doch einmal um sich. Und das, wenn Sie in Frankfurt für eine Wohnung suchen für einen Quadratmeterpreis von 5.000 bis 7.000 €, ich verspreche Ihnen, Sie werden fündig. Es gibt da kein Problem. Wo wir viel eher dran müssten, um Wohnen günstiger zu machen, in diesem Fall, Herr Al-Wazir ist leider nicht da, was ist denn mit der Hessischen Bauverordnung, die wir dringend einmal entrümpeln müssten? Wir haben inzwischen übrigens deutschlandweit seit 1990 20.000 Bauvorschriften. Diese Zahl hat sich vervierfacht. Ich denke, dass eher die Befürchtung dahinter steckt, dass die Mietpreisbremse, wenn sie einmal entsprechend nachgeschärft und ausgestaltet wird, plötzlich doch wirkt. Zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt habe, indem Vermieter künftig die letzte Miete ihres Vormieters bereits im Vertrag angeben müssen und dann eben wirklich nur noch 10 % mehr verlangen dürfen, als die Miete zuvor betragen hat. Wo die Mietpreisbremse allerdings jetzt schon funktioniert, ist bei Wohnungsbaugesellschaften. Und derer gibt es gerade im Ballungsraum nicht wenige. Institutionelle Vermieter, die auch in der Regel kommunale Kontrollgremien haben, halten sich sehr wohl an diese Regularien. Fazit: Es wäre nicht die erste gesetzliche Regelung in unserem Land, die einer Nachbesserung bedarf. Die Mietpreisbremse ist ja auch gerade erst einmal 1,5 Jahre alt, sodass man jetzt erst anfangen kann, Beurteilungen anzustellen, wonach gebessert werden muss. Und hier sind Frau Kollegin, auch Sie müssen zum Ende kommen. Erst am Ende Nachbesserungen zu diskutieren. Meine Damen und Herren, Wohnen gehört für uns zur Daseinsfürsorge. Letzte Woche hat sogar der Landesverband des Bundes Deutscher Architekten die Forderung gestellt, Wohnraum als Staatsziel in unsere Landesverfassung aufzunehmen, da die aktuelle Wohnungsnot den sozialen Frieden gefährdet. Kollegin, Ihre Rede, Sie sind zwar nicht am Ende, aber Ihre Redezeit. Dieser Einschätzung schließen wir uns ausdrücklich an, und wir stehen auch weiterhin zur Mietpreisbremse als ein regulierendes Instrument, auch wenn noch mehr Nachbesserungen erforderlich sind. Danke schön, Frau Barth. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Herr Abg. Kaspar für die CDU-Fraktion. Bitte sehr, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Hessen ist der Wohnungsmarkt bekanntlich sehr unterschiedlich aufgestellt. Während wir in beiden Regionen Leerstände haben, haben wir insbesondere im Ballungsraum, bedingt dadurch, dass die Kaufkraft dort zugenommen hat, dass viele Menschen dorthin ziehen, wo die Arbeitsplätze sind, einen erheblichen Mehrbedarf an Wohnraum, auch an Mietwohnraum. Und es ist eben so, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu wenig Mietwohnbau betrieben wurde. Das hat sehr viel mit dem Mietrecht zu tun. Das hat sehr viel
mit der finanziellen Situation damals zu tun. Heute, und darauf ist in den Reden ja schon hingewiesen worden, haben wir eine andere Situation. Heute ist wegen der günstigen Zinsen weniger das Problem, dass es am Geld mangelt oder an möglichen Investoren, sondern heute haben wir einen Engpass bei der Bereitstellung von Bauland. Und aufgrund der Situation, dass wir eben jetzt eine sehr starke Nachfrage in bestimmten Kommunen bekommen haben, hat es eben dort zu Verzerrungen beim Mietmarkt geführt. Deswegen hat man die Mietpreisbremse ganz bewusst als temporäres Instrument eingeführt mit einer zeitlichen Begrenzung. Und die Idee ist, dass in dieser zeitlichen Begrenzung man dafür sorgt, dass der Mietwohnungsbau zunimmt, damit der Markt wieder ausgeglichen ist und es diese Überhöhungen gibt. Die Kritik jetzt an der konkreten Ausformung der Mietpreisbremse verstehe ich zumindest dahingehend nicht, dass, wie ich der Frankfurter Neuen Presse gestern entnehmen konnte, der Geschäftsführer des Frankfurter Mieterverbandes Jansen erklärt hat, es liege noch kein einziges Verfahren, rechtliches Verfahren wegen der Mietpreisbremse vor. Das zeigt doch, dass bisher die Mieter offensichtlich damit zufrieden sind mit den Mietverträgen, die sie abgeschlossen haben, dass offensichtlich die Vermieter sich an die gesetzlichen Regelungen halten. Es ist eben nicht so, wie Frau Barth gesagt hat, es darf nicht mehr als 10% über der bisherigen Miete liegen, sondern es ist so, dass es nicht 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Das sind Dinge, das kann der Mieterverband nachvollziehen. Wie sind die Mieten aktuell? Es gibt eine zweite Grenze, die nämlich sagt, es darf aber mindestens so hoch sein wie die vorherige Miete. Das heißt, wenn die Miete oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete plus 10% liegt, ist immer noch die Situation gegeben, dass dann zu prüfen wäre, ob die vorherige Miete vielleicht höher war. Aber da ist es so, dass dann im Einzelfall sehr wohl beim Gericht natürlich ein entsprechendes Auskunftsbegehren zurechtgestellt werden kann und dann vom Vermieter die Dinge dargelegt werden müssen, ob er die gesetzlichen Bestimmungen einhält. Aber wenn Sie sehen, dass selbst der Mieterverband sagt, es gibt überhaupt keine Verfahren in der Hinsicht, dann sehen Sie doch, dass der Markt das sehr wohl aufgenommen hat und akzeptiert hat und dass die Vermieter sich an die rechtlichen Bedingungen hier halten. Sonst würde es ja eine Vielzahl von Verfahren geben. Also man sieht, dass die Mietpreisbremse durchaus wirkt, aber eben nicht in der Form, dass es da zu einer Unmenge an Rechtsprozessen führt, sondern dass im Vorfeld die Vermieter und Mieter sich eben an die Regeln halten. Deswegen, glaube ich, ist es ein Instrument, das momentan keine großen Probleme am Markt macht. Richtig ist aber auch, dass wir das Problem insgesamt nur lösen können mit massivem zusätzlichen Wohnungsbau. Hier hat diese Landesregierung sehr viele Programme auf den Weg gebracht. Die Dinge werden umgesetzt. Sie können das an den Zahlen lesen. Das ist sehr erfolgreich. Deswegen glaube ich, dass dieses Thema zur jetzigen Zeit zu diskutieren wenig Sinn macht. Wir müssen jetzt erst einmal die Baumaßnahmen abwarten und dann sehen, wie sich das am Markt auswirkt. Danach wird man dann alles evaluieren. Und ob dann noch eine Mietpreisbremse notwendig ist, ist dann eine Frage, die man zu diesem Zeitpunkt entscheiden muss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar, der Erste in dieser Aktuellen Stunde, der sich an die Redezeit gehalten hat, wenn ich das einmal bemerken darf. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mietpreisbremse ist ja nur eine von vielen Maßnahmen, die wir in Hessen getroffen haben, um die Mietentwicklung sozialverträglich zu gestalten. Wir haben noch die Kappungsgrenzenverordnung, die Verlängerung der Kündigungssperrfrist. Wir haben die Initiativen aus der Allianz für Wohnen. Aber wir haben vor allen Dingen unser Milliardenprogramm für den sozialen Wohnungsbau. Und, Herr Lenders, da will ich Ihnen noch einmal
etwas dazu sagen, weil Sie anscheinend immer noch unter Informationsmangel leiden. Wir haben nicht nur eine Förderlinie für studentischen Wohnungsbau, sondern wir haben auch neben dem klassischen sozialen Wohnungsbau auch eine Förderlinie für die Familien mit mittleren Einkommen. Also Ihr Hinweis, dass da eine Lücke ist, trifft zumindest für Hessen nicht zu. Und unser Mieterschutz im Bestand und Anreize für den Neubau kostengünstiger Wohnungen müssen hier im Zusammenspiel gesehen werden. Hessen ist übrigens bei der Ausweisung der Gemeinden für Mietpreisbremse sorgfältig vorgegangen. Wir haben als einziges Bundesland von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, in 5 Kommunen den Anwendungsbereich auf einzelne Stadtteile zu begrenzen. Das hat uns auch Kritik eingebracht, zeigt aber schon, dass wir auch die Bedeutung der Eigentumsrechte sehr wohl sehen. Es betrifft in dem Fall die Kommunen Bad Homburg, Darmstadt, Frankfurt, Kassel und Wiesbaden. Meine Damen und Herren, die Länder und Kommunen führen keine Statistik, was die privatrechtlichen Verträge und die Auswirkungen zwischen Mietparteien angeht. Deswegen können wir über die Auswirkungen der Mietpreisbremse noch nicht so richtig etwas sagen. Der Bund hat jetzt eine Evaluierung in Auftrag gegeben, deshalb, weil so konkret nichts zu sagen ist und weil er etwas über die Wirkung herausfinden will. Wir sind gespannt, was an Ergebnis da herauskommt. Für Hessen will ich derzeit nur so viel sagen. Es stimmt, es gibt derzeit, oder zumindest ist keins bekannt, kein Gerichtsverfahren, wo ein Mieter oder eine Mieterin seinen Vermieter wegen Verstoßes gegen die Mietpreisbremse verklagt hätte. Das heißt nicht, dass die Mietpreisbremse sinnlos ist, weil ich glaube, viele Vermieter halten sich daran, also gerade die öffentlichen Baugesellschaften sowieso. Aber ich glaube, jenseits davon gibt es auch viele, die sich daran halten. Allerdings ist es auch so, und da habe ich eine etwas andere Sichtweise als der Abg. Kasper, ist es schon auch so, dass Mietparteien, die einziehen in eine Wohnung, die endlich eine gefunden haben, jetzt nicht unbedingt als Erstes zum Vermieter rennen und sagen, jetzt wüsste ich aber gerne mal, was mein Vormieter gezahlt hat, und am Ende noch dagegen gerichtlich vorgehen. Das ist einfach eine schwierige Situation beim angespannten Wohnungsmarkt. Deswegen glaube ich schon oder kann ich schon nachvollziehen, auch die Kritik, dass die Mietpreisbremse möglicherweise nicht überall da Wirkung entfaltet, wo es notwendig wäre oder so, wie es notwendig wäre. Der Bundesjustizminister hatte ja schon einmal angekündigt, dass er zumindest in dieser Sachfrage nachlegen will, nämlich dass die Mieter offenlegen sollen, wie die Miete beim Vormieter war. Das würde ich als Verbraucherschutzministerin sehr gut finden, weil ich auch glaube, Recht kann man nur durchsetzen, wenn man auch die notwendigen Informationen hat. Das könnte man auch schon machen oder durchsetzen, umsetzen, bevor eine große Evaluierung erfolgt ist. Meine Damen und Herren, eine Abschaffung der Mietpreisbremse in einer Abschaffung sehe ich derzeit überhaupt keinen Sinn, solange wir solche Wohnraumprobleme haben, wie wir sie haben, vor allem im Ballungsraum und in Hochschulstädten. Ich glaube, es ist eine Möglichkeit, auch sozialverträgliche Mieten zu halten. Abhilfe, das sage ich aber ganz deutlich, Abhilfe können wir insgesamt nur schaffen, wenn wir in Wohnungsbau investieren, das Land in soziale Wohnraumförderung, die freien Investoren in frei finanzierten Wohnraum und wenn wir gemeinsam dafür sorgen mit den Kommunen, dass es auch Bauflächen gibt.
Wir sind jedenfalls als Land Hessen mit 1,2 Milliarden € für sozialen Wohnraum gut aufgestellt und wollen in der Hinsicht jetzt engagiert weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Mir ist berichtet worden, dass sich die Geschäftsführer darauf geeinigt haben, jetzt die Mittagspause durchzuführen. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass gleich zu Beginn der Mittagspause, also jetzt sofort im Anschluss, der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst tagt, und zwar im Sitzungsraum 204M. Ansonsten ist jetzt dann der Eintritt in die Mittagspause. Die Sitzung wird fortgesetzt um 14.15 Uhr.